herrlich. Also allein der Anblick von diesem frischen Obst und Gemüse, der macht mich ja schon richtig glücklich. Ich finde das so eine tolle Sache. Nicht nur, dass der Anteil der Bio-Lebensmittel erhöht worden ist, aber auch die Regionalität. Ich finde ganz wichtig, dass man aber auch bedenken sollte, dass jedes dieser Nahrungsmittel hat ja seine bestimmte Bedeutung. Warum gibt es dreierlei verschiedene Sorten von Paprika? Die Natur hat sich das natürlich so überlegt, da ist etwas dahinter, da steckt etwas dahinter. Das heißt, schaut, dass ihr so viel wie möglich verschiedene Farben an Obst und Gemüse zu euch nehmt. Denn jedes dieser verschiedenen Obst- und Gemüsesorten hat verschiedene Nährstoffe und jeder Nährstoff hat etwas ganz, ganz Wertvolles und Positives für euren Körper. Also genießt es und das Tolle, es ist gratis.